Dem damaligen Vizekönig von Peru, Lope Garcia de Castro, legte er einen detaillierten Plan für die Expedition vor. Castro war einverstanden, bestimmte aber nicht wie allgemein erwartet Gamboa, sondern seinen gerade einmal 21 Jahre alten Neffen Alvaro Mendaña de Nero zum Leiter der Expedition. Ein Jüngling, der seine kühnsten Abenteuer nicht auf den Weltmeeren, sondern in den Schlafgemächern der Schönheiten von Lima bestanden hatte. Wahrscheinlich traf der Vizekönig diese Entscheidung, um das Verdienst künftiger Eroberungen leichter für sich in Anspruch nehmen zu können. Gamboa wurde nur zum Kapitän eines der zwei Schiffe ernannt, die der Vizekönig zur Verfügung gestellt hatte. Eine bittere Enttäuschung für den Mann, der gehofft hatte, einmal mit Kolumbus im gleichen Atemzug genannt zu werden. Bei günstigem Wind verließ die kleine Flotte im November 1567 Callao, den Haupthafen von Peru. 3 Monate später gab es auf den Schiffen bereits erste Fälle von Skorbut. Die Männer rotteten sich immer öfter drohend zusammen, eine Meuterei lag in der Luft, als endlich Land in Sicht kam und die Kapitäne den Befehl gaben, vor einer großen Insel Anker zu werfen. Der junge Expeditionsleiter nannte dieses Eiland Santa Isabel, da die Flotte am Tag der heiligen Elisabeth, dem 17. November, vom Heimathafen in Peru ausgelaufen war. Die Expedition hatte ihr Ziel, die Inseln des Königs Salomon, erreicht. Eine erste kurze Beschreibung der eingeborenen Melanesier ist erhalten geblieben. Sie haben einen braunen Teint, lockige Haare, laufen entweder nackt umher oder tragen kurze Röcke aus Palmblättern und verzehren Menschenfleisch. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass die Melanesier auch den weißen Gästen Menschenfleisch anboten.